Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pro Cycling Manager 2017 mit mir zusammen, dem Malte, und mit Karl-Heinz Schneider. Ja Freunde, wir haben einen neuen Tag und eine neue Tour. Denn ich begrüße euch herzlich zur ersten, oder ich glaube ersten Katalonien-Rundfahrt. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass wir die letztes Jahr gemacht haben. Und Freunde, diese Tour hat es definitiv in sich. Das ist jetzt die vorletzte Tour vor dem Giro Italia, also noch wieder etwas relativ Wichtiges. Und die schrotet unfassbar rein, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie die jetzt reinschrotet. Also, ersten Tag seht ihr schon, ne, ist sehr gebirgig, hinten heraus flach zwar, aber wie gesagt, sehr viele Berge, also hier schon mal guter Kampf ums Bergtrikot, was hier losgehen kann. Zweiter Tag ist dann, was jetzt auch heute noch kommen soll, 40 Kilometer Teamzeit fahren, was da kommt. 40 Kilometer ist auch ein ganz gutes Stück. Dann der dritte Tag, Freunde, ist Monster, es sind zwei Einser plus Ziel, plus dann der vierte Tag ist dann tatsächlich mal ein Ausruhtag mit einem Berg der zweiten Kategorie. Ausruhtag, ja, ich sag's ja, ist alles relativ zu sehen. Gefolgt vom fünften Tag, wo es einfach dann nur wieder darum geht, ins Ziel vernünftig reinzukommen. Und der sechste Tag, Freunde, ja, selbst da kann man tatsächlich noch anhand, ja gut, die Auslaufzone, oh, könnte vielleicht sogar Gesamtwertung was gehen. Oh, ist das heftig, Freunde. Ja, und der siebte Tag ist wie einer dieser ungeliebten Hügeldinger. Also bis dahin sollten wir die Tour entschieden haben, sollten wir hier was greifen können. Ja, Freunde, ansonsten darf ich euch im Team ein paar Veränderungen vorstellen. Und zwar sind jetzt tatsächlich nicht alle bekannten Fahrer dabei, wie und je. Nee, tatsächlich ein paar Veränderungen haben wir. Wir haben zum einen dabei Enrico Babin. Oder, bin ich doch richtig? Babin nehme ich ihn jetzt einfach mal. Aus der Lombardei, der 30 Jahre alte Hügelfahrer. Ne, auch Sprint im Hügel tatsächlich. Also der, für den ist was für diese letzte Etappe. Also der mit dabei, genauso wie Juan Doc Raimondi, ein Mann aus der französischen Schweiz, 21 Jahre alter Zeitfahrer, also Nachwuchsmann ist es, 75 auf Berg, tatsächlich könnte als guter Zuarbeiter dafür dienen. Oh, Freunde zu Kudos und Maika, keine schlechte Ergänzung, würde ich mal meinen. Dann haben wir noch einen erfahrenen Mann dabei, ebenfalls aus der deutschen Schweiz, also wieder ein Schweizer, 33 Jahre alt, Mika Schür ist am Start. Ja, der wiederum als Ebenenfahrer zu gebrauchen ist, klar, musst du halt auch dabei haben. Genauso wie der gute Niklas Walke, den wir dabei haben. Ebenfalls nachwuchsmäßig unterwegs, Hügelfahrer, haben wir auch hier nochmal, ja, Freunde. Wird auf jeden Fall interessant werden, da kann man schon mal sagen. Also viele Ebenenfahrer haben wir nicht mit, aber brauchen wir jetzt auch nicht, wenn ich mir so die Etappen angeguckt habe. Da bin ich ganz froh darüber, dass wir ein bisschen was Richtung Berg drin haben. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, lassen wir uns tatsächlich die erste Etappe auf der Zunge zergehen. Und zwar eigentlich vielleicht eher mehr in den Pedalen zergehen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, lass uns doch einfach mal reinstarten. Und ich fühle mich ja mal richtig aufs Korn genommen. Das ist doch jetzt nicht wahr. Wir sind hier als Wasserträger eingeteilt. Als Wasserträger. What? Wir, der 80er Fahrer, als Wasserträger. Cool, ohne Hilfe. Okay, Freunde. Wie gehe ich jetzt die ganze Geschichte an? Das hat mich jetzt ja doch umgehauen. Gut, die Ziele sehe ich ja, 25 Kilometer an der Spitze der Gruppe machen. Boah, das werde ich mal sehen müssen. Also, wir arbeiten tatsächlich allesamt dem guten Kudos zu, der tatsächlich also heute, beziehungsweise für diese Tour, unser Man ist. Ja gut, kommt auch heute mit einem relativ guten Tagesform an. Ah, Freunde, das wurmt mich doch schon, weil ich habe mir auf dieser Tour doch ein bisschen was ausgerechnet. Und sollen wir für Kudos fahren? Boah, das sehe ich eigentlich noch nicht so richtig. Also okay, ich muss jetzt so oder so eine defensive Rolle einnehmen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil ich habe keine Mates zur Verfügung. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen was machen, Freunde. Aber seid euch gewiss, wenn sich eine Chance ergeben sollte, irgendwas hier zu machen. Und wenn es nur das Bergtrikot ist, Freunde, da muss ich gucken später. Und wenn es nur das Bergtrikot ist, ich hole mir das. Könnt ihr also absolut von ausgehen. So. Gut, das heißt, erstmal natürlich defensiv-passive Fahrweise, also das heißt, erstmal kurz nach vorne werfen, um dann sich einigermaßen solide einzupositionieren. So, ja, wir sollen im Fernsehen zu sehen sein, wenn wir das Tempo erstmal vorgeben. Ja gut, wenn ich das Tempo vorgeben könnte, dann wäre das tatsächlich jetzt. Gut, wir setzen mal ganz kurz eben an die Spitze der ganzen Nummer, um tatsächlich jetzt mal eben fix ein paar Kilometer hier abzuspulen. So, jetzt gehen tatsächlich andere vorne mit rein. Das wollte ich jetzt tatsächlich wissen. Also wenn die da vorne reingehen, werde ich mich jetzt halt fallen lassen. Das ist jetzt ja logisch.
So. Da wollte ich tatsächlich auch nicht zu viel machen. Wir sehen, wie gesagt, wir gehen erstmal in den Erholungsbereich hinein. Vorneweg die Ausreißergruppen, Freunde. Ja, und jetzt geht es tatsächlich schon rein in den ersten kleinen Anstieg hier des Tages. Als ersten kleinen Warmmacher. Da wird auch echt einiges auf uns zukommen heute. Also, wie gesagt, da bin ich tatsächlich auch überhaupt nicht begeistert. Aber ja, geht ja nicht anders. Gut, wie machen wir das jetzt? 10 Ausreißer vorneweg. Ich werde die Gruppe vielleicht gleich nochmal eine Ebene anführen. Hier hinten noch vielleicht ein bisschen, wenn es mir bequem ist. Und ansonsten sehen wir uns, denke ich, gleich Richtung Berg der zweiten Kategorie wieder. So, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz eben Wasser holen, Freunde. Das ist alleine schon wieder hier. Ah, das ist unfassbar riskant, was wir hier machen. Und machen müssen. Also gut, klar, wie gesagt. Also alle haben jetzt anscheinend wohl doch die Augen auf Kudos und nicht auf uns. Kann vielleicht, wie gesagt, später mal ein kleiner Vorteil sein. Aber jetzt müssen wir halt gucken, dass wir dieses Wasser rankriegen. Das auf den relativ engen und schmalen Straßen. Also begeistert bin ich davon ja überhaupt nicht. Zumal wir gleich in den Aufstieg gehen und im Aufstieg ein Wasser zu überbringen, Freunde, das ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit. So, es gibt nochmal eine breitere Straße, sehr gut. Das heißt, wir können es tatsächlich hier nochmal aufschließen zu unseren Mates. So, Schür nochmal das Wasser. Maika, Vardok, Baban, Walke, Raimondi. Gut, das Wasser haben wir tatsächlich rangebracht, kurz bevor es in den Aufstieg hineingeht. Das ist tatsächlich auch schon mal ganz passend. So, und jetzt geht es tatsächlich also rein. Erster Aufstieg des heutigen Tages, der ein bisschen interessanter ist. Ja, wie gesagt, also ich werde mich erstmal wahrscheinlich, denke ich mal, bedeckt halten. Ich werde vielleicht später nochmal ein bisschen Führungsarbeit übernehmen nach dem Berg der dritten Kategorie. Dann geht es nämlich nochmal unten rein in den Sprintwert und dann geht es hoch in den. Obwohl, nee, das passt eigentlich auch nicht. Nee, da möchte ich eigentlich auch keine Führungsarbeit übernehmen. Weil, wie gesagt, also ich schiele so ein bisschen halt auf die beiden Berge der ersten Kategorie heute so ein wenig. Mal schauen, ob das vielleicht irgendwie möglich ist. Gut, okay. Erstmal Wasser, wie gesagt, an Ort und Stelle gebracht. Wir sehen zu, dass wir das Tempo ein bisschen rausnehmen. Also wenn die jetzt hier auch nicht so schnell hoch wollen, dann habe ich da auch keinen großen Bedarf, da jetzt Großgeschwindigkeit aufzunehmen. Gut, dementsprechend würde ich sagen, Freunde, lassen wir erstmal wieder ein Weilchen rollen. So, Berg der dritten Kategorie, wir sind hier gerade durch. Ich nutze jetzt mal ganz kurz die Zeit, lass mich fallen, um nochmal ein Wasser zu kriegen. Das muss ich dann noch den Mates bringen. Das während der ganzen Abfahrt wird natürlich jetzt auch wieder schwer interessant. Aber ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. So, Wasser haben wir schon mal. Das heißt, das muss jetzt irgendwie an die Mates kommen. Am besten wird die Abfahrt ein bisschen weniger steil gleich. Ja, passt auch tatsächlich gleich für die Sprintwertung. Wird es auch ein bisschen weniger steil. So wichtig ist jetzt, sich nicht auf die Schnauze zu legen. Oh, und auch nicht in den roten Bereich reinzugehen, wenn es irgendwie geht, Kali. Das wäre ganz nett. So, ein paar Leute lassen sich hier wieder fallen. Wir müssen doch jetzt irgendwie das Wasser an den Mann kriegen. Ah, das ist schwierig, Freunde. Das ist schwierig. Oh, schwieriger als ich dachte jetzt hier gerade wieder. So, Vardok haben wir abgeliefert. Jetzt geht es da vorne rein in unsere Top-Fahrer hinein. So, und hier werden wir tatsächlich auch noch ein paar Wasser rüberbringen müssen. So, jetzt tatsächlich Schneider nochmal in den Aufstieg hineingesetzt, um tatsächlich den Jungs nochmal ihr Wasser zu bringen. So, Freunde, und jetzt gehen wir tatsächlich rein in die Berge der ersten Kategorie. Leider sind die Ausreißer noch erheblich weiter weg, als ich dachte. Da oben sind sie. Also, das heißt, an den ersten kommen wir nicht ran. Das heißt, ich kann da maximal am zweiten Berg was machen. Das heißt, ich bleibe hier erstmal in der Gruppe drin. So, um jetzt erstmal keine großen Probleme zu kriegen. Ich bleibe erstmal in der Gruppe drin, aber persönlich, Freunde, wenn ich gleich in Action gehe, dann jetzt frühestens zum zweiten. Also den ersten muss ich noch machen lassen. Oh, Freunde, das wird aber auch dann schwierig, ne? Wenn ich dann jetzt irgendwie auf Bergwertung noch ein bisschen gehen will. Oh, ich muss dann gleich aktiv werden, aber 3 Minuten soll ich zufahren. 3 Minuten auf den paar Kilometern. Das sehe ich nicht. Nee, Freunde, die sind zu weit weg, weil die sind einfach auch 10 Leute, das ist zu groß. Also da wird wenig für mich abfallen. Das ist, glaube ich, das ist den Aufwand nicht wert. Ich sag euch das, das ist den Aufwand wirklich nicht wert. Das muss erstmal ein wenig wieder fallen. Weil die da vorne machen mir jetzt doch schon wieder ein bisschen sehr viel Tempo. Gut, klar, müssen sie natürlich, wenn sie an diese Ausreißer ran wollen.
Auf der anderen Seite gibt es danach auch eine mega lange Abfahrt jetzt gleich, ne? Aber hier gibt es auch einfach nichts mehr zu holen. Ne, die sind aber einfach zu weit weg. Ne, wir bleiben einfach jetzt in der Gruppe drin, sorgen hier für eine gute Platzierung erstmal und dann tatsächlich vielleicht nachher am Berg der dritten Kategorie oder so, keine Ahnung. Müssen wir dann aktiv werden, weiß ich nicht. Ah, wie gesagt, läuft nicht ganz so prickelnd, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, Kartusche Alpecin drückt jetzt nochmal halt richtig rein. Um jetzt hier gleich den Vorsprung der anderen Fahrer so ein bisschen wettzumachen. So, an der Bergspitze sind wir. Das heißt, jetzt geht es in die Abfahrt hinein. Das heißt, jetzt geht es rein in die große Erholungsphase. Ja, 50 Kilometer sind es jetzt noch bis zum Ziel. Dann geht es gleich noch rein in den Berg der dritten Kategorie und dann sind wir tatsächlich auch schon durch. Ja, also wirklich, wie gesagt, also da ich das hier einfach gar kein Mate habe, habe ich einfach wenig taktische Möglichkeiten, Freunde. Das müsst ihr mir einfach verzeihen, das müsst ihr nachvollziehen. Da habe ich einfach wenig Möglichkeiten, hier irgendwie irgendwas zu machen. So, zumindest sind wir gruppenmäßig ganz gut dabei. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, die Ausreißer, oh, was haben die auch vorne Tempo drauf? Da werden wir wohl ganz schwer wieder rankommen, Freunde. Kann durchaus sein, dass tatsächlich die Ausreißergruppe also heute durchkommt, so viel Tempo, wie die einfach an den Tag legen. Das ist schon echt abnormal. Ja, das muss ich denen tatsächlich lassen. So, theoretisch brauche ich noch ein Wasser, aber ach, ich möchte eigentlich, dass jemand anders das jetzt holen geht. Ne, da wäre ich eigentlich echt für, dass es wer anders holen geht. 15 Kilometer bis zur Bergspitze. Ne, ich muss hier tatsächlich vorne aktiv bleiben. Das hilft nichts. Das Wasser kann ich mir vielleicht dann irgendwie mal später oder so zuführen. Keine Ahnung. Ah, das geht jetzt tatsächlich gerade nicht. Das muss ich tatsächlich wer anders machen. Hat ja auch genug andere Mates, die das mal eben kurz holen können. So, okay. Wir kriegen jetzt gleich den einen Ausreißer. Sehr gut. Das heißt, wir sind tatsächlich also 8 Stück vorne bei 2,45. Wir haben jetzt ja, Runde 20 Sekunden haben wir aufgeholt. Seitdem wir da angefangen sind. Aber die sind echt weit weg. So, 26 Sekunden. Wo geht's dann jetzt gleich rein? Den interessanteren Aufstieg. Oh, auch erst sehr spät. Wo werde ich dann anschließen? Ich glaube, hier werde ich dann ansetzen, Freunde. Ab da werde ich dann versuchen, was zu reißen. Aber bis da müssen wir jetzt halt erstmal kommen. Wie gesagt, halten es auch tempomäßig erstmal gut mit. Kudus ist natürlich noch top in Form. Aber dem wird es wahrscheinlich auch wurmen, dass das Ganze jetzt hier echt so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. So, und jetzt müssen wir gleich gucken, Freunde, dass wir jetzt tatsächlich selber ins Tempo hineingehen. So, jetzt wird es tatsächlich also, wie gesagt, ein wenig interessanter. Wir gehen jetzt tatsächlich also selber ein bisschen ins Tempo rein. Versuchen jetzt hier nochmal, aber, oh, nee. Das ist einfach schon auch so eine Reihe-Teamsache. Also, wir sind auch einfach nicht mehr in den Anfangstagen, wo die anderen Leute einfach so schwach sind, dass du dir mal eben was kurz herausfahren kannst. Ja, das kann man sich echt knicken. Weil wir gehen hier hoch mit einer 84, Freunde, und das ist einfach halt genug, um mitzuhalten. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, top. So, dann geht es jetzt wieder rein in die nächste Abfahrt. Zumindest die Führung der Ausreißer wurde jetzt hier ein bisschen im Aufstieg reduziert auf 1,22. Aber ja, damit werden die wahrscheinlich durchkommen. Also heute tatsächlich eine Ausreißergruppe am Ende, die es hier macht. Gut, muss ich mit leben. Passiert halt. Dann soll es am Ende reinkommen. Wir für unseren Teil sehen jetzt einfach zu, dass wir gleich jetzt nicht noch gruppenmäßig rausfallen. Schade. Ja, wie gesagt, also wenn das jetzt tatsächlich die Rest der Tour auch so läuft, uff, dann eine Prost Mahlzeit, Freunde. Also so eine ganze Tour als Wasserträger. Eitsch, das ist natürlich schon so ein bisschen doof. So, wir haben jetzt noch 5, 6 Kilometer. Wir gucken uns nochmal, dass wir uns hier vorne irgendwie noch eingebunden bekommen. Oh, hinten. Kudus ist gestürzt. Da vorne ist der Crash. Oh Gott, wir sind ihm ja gerade so entkommen. Und jetzt, Freunde, wird es natürlich interessant, weil jetzt können wir doch durch einen glücklichen Zufall, Sturz ist des Mates, könnte es vielleicht sein, okay, Maika ist hier vorne auch noch, aber könnte es vielleicht sein, dass wir die Führung übernehmen. So, tatsächlich, anweisend neuen Kapitäns ist erstmal Maika, vorerst, sagt er uns zumindest hier, was jetzt Sache ist. So, wir werden natürlich einen Teufel tun und jetzt hier natürlich nicht aufs Gas treten. Die Herren sollen nicht mehr rankommen. Wir wollen jetzt tatsächlich hier weg. 4 Kilometer. So, also Freunde, da sehe ich natürlich kein Land. So, 2 Kilometer. 1,7 sind es da vorne für die, das heißt, wir kommen da hinten gleich auch mit ran. So, wir gehen weiter natürlich jetzt auf unsere Kennziffer. Die haben eine halbe Minute Rückstand. Das dürfte wahrscheinlich reichen. Wir kriegen sogar übrigens nochmal Arbeitsziel hier gut geschrieben, sehe ich gerade. So, dann wollen wir gucken, dass wir jetzt mal auf die 99 kommen. Und jetzt tatsächlich versuchen hier noch ein bisschen wegzureißen. So, kann ich tatsächlich auf den Sprint gehen? Ein paar hundert Meter sind es noch.
So, jetzt vielleicht. Ja, jetzt ist schon okay. Jetzt gehen wir tatsächlich in den Sprint hinein. Ein bisschen das vom Sprint, was wir halt übrig haben. Ja, Freunde, okay, tatsächlich. Also hinten heraus, da sind tatsächlich dann die Leute mit dabei. Wir kommen übrigens rein noch in die Top 20 auf Platz Nummer 15. Aber ja, Freunde, es gibt eine Zeitlücke. Es gibt eine Zeitlücke da hinten zu dem Werten Kudos. Oh, der ist sogar in der Gruppe dahinter erst. Oh. Okay. Okay. Jetzt, und Chris Froome hat gerade aufgegeben, sich gerade. Sehr gut. Noch eine Schwächung für die Commonwealth Bank. Können wir gebrauchen. Oh, Freunde, das ist noch doch hinten heraus noch doch sehr interessant geworden. Also ich dachte, die Etappe ist schon so komplett verloren, aber da habe ich mich jetzt doch geirrt. Da war doch noch der ein oder andere Fahrer dabei, der ein bisschen was gerissen hat. Also, Lastra gewinnt dieses Ding vor Afonso, übrigens Team Nipo am Start hier. Ja, soll mir recht sein. Gesamtwertung dementsprechend führen sie auch an, auch kein Problem. Bergwertung 39 Punkte für Arredondo schon mal, der hat auch kräftig eingesackt. Lastra halt natürlich vorne weg. Wir jetzt hier, ja, halt vorne mit drin bei den Nachwuchsfahrern halt Papp, der Erste, der mit bei den Ausreißern war, ist momentan da führend. Auch teamwertungsmäßig noch nicht alles so wild. Wir gucken jetzt erstmal rein, was jetzt hier halt Sache ist. So, mal kurz geguckt. Wir haben die Zeitgruppe, wo sitzen? Ja, hier ist die 1 Dingskin-Zeitgruppe. Wo ist die nächste? Hä? Gibt's doch. Hier gibt's die erst. Bei 5 wollte ich mich verarschen. Der Rest ist alles eine Zeitgruppe. Och, nee. Nee, da habe ich mir. Oh, nein. Ich habe mir jetzt doch solche Hoffnungen gemacht. Nein, da ab Stüssow beginnt erst die Zeitgruppe. Oh, Quintana ist auch geflogen. Ach, Starkikov ist, oh Gott, der ist auch geflogen. Mies geflogen. Oh, Freunde, haben wir doch echt einige Fahrer erwischt. Also, der Sturz ist echt bei den Elite-Fahrern passiert. Ich fasse es ja nicht gut. 6 EP-Punkte kriegen wir nochmal drauf. Aber trotzdem, Freunde. Ah, oh, shit. Ich dachte, wir können jetzt hier den Cappy übernehmen. Ah, oh, das lief nicht so, wie ich wollte. Ja, und jetzt geht es natürlich weiter mit 40 Kilometer Zeit fahren. Jetzt bin ich ganz froh, dass übrigens keiner unserer Fahrer rausgeflogen ist, weil dann können wir zumindest jetzt hier nochmal ein bisschen mithalten. Ja, Freunde, dann würde ich einfach sagen, gehen wir da jetzt so rein. Ich nehme euch einfach mal so mit. Ich denke, das wird jetzt hier schon nicht abstürzen. So, da sind wir dann auch für das Teamzeitfahren. Ich habe gerade gesehen, wir sind auf Platz 2 gelistet, zumindest der Theorie nach. Wollen wir mal gucken, ob das auch seine Richtigkeit so hat. Ist das nicht Team Nipo? Die Trikots erkenne ich doch wieder, das ist doch Team Nipo. Jupp, das ist Team Nipo. Die starten als erstes. Okay, wir als 12. Team. Geht klar, sollen die anderen erstmal losdüsen. Dann gucken wir, was wir so verbringen können. Ja, 40 Kilometer sind halt ein gutes Stück. Muss man mal schauen. Bin mir auch gar nicht so sicher, wie ich das angehen soll. Obwohl, wir haben sehr viel Zeit wahrscheinlich, uns zu regenerieren. Ne, wir werden wahrscheinlich wie immer voll ins Dampf gehen. Und dann gucken, ob wir damit dann vernünftig hinkommen. So, okay, dann sind wir jetzt dran mit unserem Team. Walke startet für uns rein. Und da sehen wir plus minus 0 Tagesform heute, beziehungsweise minus 1 auf Hügel und Berg. Aber gut, so viel ist auch wohl hier hinten. Ist ein bisschen was, aber ansonsten eher weniger. So, das heißt, wir werden gleich das Ding anführen und zwar mit unseren 99. Bis dahin lassen wir jetzt aber die anderen erstmal kacheln. So. Dann würde ich schon mal sagen, dank dir, Walke. Wir gehen jetzt natürlich ordentlich rein. Weil wir können unser Team nur halt so supporten, wie wir supporten können. Jetzt lassen wir uns nach hinten fallen. Dann sollen jetzt erstmal die anderen machen. Wir gucken, dass wir ein bisschen Energie jetzt ranbekommen. Jep, kriegen wir auch. Genau, also ich bin schon richtig damit aufgestellt. Das ist schon tatsächlich gut so. Also doch durchaus, die 99 sind da vertretbar. So, wir boxen jetzt nochmal wieder rein. So, danke. Ziehen uns jetzt hier wieder zurück. Lassen die anderen arbeiten. Ah, Freunde, vielleicht doch den nächsten Durchgang werden wir uns ein bisschen bedeckter halten. Bis dahin heißt es erstmal mithalten, aber den nächsten Durchgang, den werden wir tatsächlich ein bisschen bedeckt machen müssen, weil uns tatsächlich doch ein wenig das Tempo ausgeht. So, stopp, das ist jetzt mir zu viel. Wir machen jetzt hier weiter mit, ja, keine Ahnung, 75 und wir gehen vor allem mal zeitlich hier massiv runter. 10 Sekunden. So. Gut, jetzt tatsächlich hinten wieder ausruhen angesagt. Ja, und tatsächlich doch, jetzt kommt der Streckenpfeiler uns wieder ein bisschen mehr entgegen. So, 9 Kilometer sind es jetzt noch. Die ersten Teams kommen da hinten auch logischerweise jetzt rein. Ja, und wir überholen tatsächlich die Überbleibsel von Team AJR, sehe ich gerade. Le Creux und Pichon sind schon weg. Da vorne sind die Überbleibsel. Was ist denn das hier? Ist das nicht Lotto? Ja, genau. Die Überbleibsel von Lotto überholen wir jetzt auch hier. Interessant. So. Wollen wir nochmal gucken.
5 Kilometer. Maika war ich nochmal, Babon war ich nochmal. Haben wir jetzt noch Vardog. So, wir gehen dann natürlich auch mal auf die 25,99. Aber ich denke mal, wir werden es tatsächlich nicht mehr rankommen. Heißt, Kudos fährt jetzt nochmal. Und der fährt das Ding auch tatsächlich so nach Hause. Wir kommen tatsächlich als eine der wenigen Mannschaften mit dem. Nee, kommen sie nicht. Ich muss das nochmal übernehmen, weil sowohl Kudos. Die geben tatsächlich alle beide den Geist auf. Letzter Kilometer, Freunde. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal ziehen. Nochmal richtig ziehen. Nochmal mit Schneider hier irgendwas machen. Raimondi nochmal. Sehr gut. Danke dir, dass du nochmal vorbeigezogen bist. Und tatsächlich, Freunde, tatsächlich. Unser Team kommt erstmals erstes rein. Wobei, es müsste noch hinter uns was kommen. Ich glaube, wir sind noch nicht durch. Ja, hinter uns kommt noch ein bisschen was. Katuscha. Oh, eine Sekunde, Freunde. Eine Sekunde. Oh, gut, dass der Raimondi da auch dran vorbeigezogen ist. Könnte es sein, dass das Ganze funktioniert? Geil, sehr schön, stark. Wir gewinnen tatsächlich. Also, Freunde, das Teamzeitfahren. Sehr interessant, dass wir es tatsächlich hinbekommen haben. 40 Kilometer, ja, Freunde, da gibt man auch tatsächlich dann seine körperlichen Grenzen. Ihr habt es gesehen. Also, da war tatsächlich nicht mehr möglich, aber wir haben es gut gelöst. Ich bin soweit zufrieden. Eine Sekunde vor Katusha Alpecin, das ist schon gut. In der Gesamtwertung haben wir uns jetzt dementsprechend vorgearbeitet. Wir jetzt in dieser 47er-Gruppe: Schneider, Maika, Raimondi, Vardog, Kudus. Das sind also hier allesamt Platz 4 bis 8 sind unsere Fahrer. Ja, es bleibt wahrscheinlich erstmal bei Kudus als Kapitän, aber schon mal gut zu wissen, dass unsere Platzierung erstmal grundsätzlich da ist in den vorderen Bereichen. Dann gibt es tatsächlich noch hier ein paar Punkte verteilt. Ne, gibt es nicht. Nachwuchswertung. Ach, Freunde, da sind wir tatsächlich aber jetzt für uns dann mit Raimondi vor dem guten Springer 2 Sekunden. Ja, also haben tatsächlich jetzt auch hier das Nachwuchstrikot übernommen, wenngleich Raimondi noch mit dabei ist. Und was das Teamwerting angeht, haben wir es tatsächlich auch ein bisschen aufgeholt, glaube ich zumindest. Also sind es auf jeden Fall Platz 3 hinter Cannondale und National Bing. Gut zu wissen, also aus Großbritannien das Team. So, könnte sein, dass das ein Update eigentlich ist. Oder gibt's Team Sky noch? Oder gibt es das gar nicht mehr? National Bing, FDJ, Exitos. Ich glaube, das ist ein Update, Freunde. Ne, hier doch. Ne, doch, gibt es noch. Okay. Ich dachte, das wäre ein Update gewesen, nämlich für Team Neos. Weißt du, klingt National Bing klingt nach Team Neos. Aber nee, ist nicht so, ist nicht so. Also alles tutti. So, dann, Freunde, gucken wir es nochmal. Also, erster in der Nachwuchswertung. Sehr schön, kriegen wir außergewöhnlich nachgesetzt. Und, ach, stimmt, damit sind wir ja schon durch. Bisschen kurz, oder? Weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt dabei? Nee, doch, geht tatsächlich sogar schon 20 Minuten. Ja, das heißt sogar länger, als ich jetzt gerade für mich so das Ganze empfunden hatte. Ach, Freunde, wie die Zeit verfliegt manchmal, wenn man da auf seinem Drahtesel sitzt. Gut, das heißt, dementsprechend bedanke mich bei euch bei draußen fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir haben einen soliden Start in die Katalonien-Tour geschafft, zumindest für die Umstände, unter denen oder mit denen wir jetzt gerade konfrontiert sind. Müssen wir mal gucken, was da jetzt so später geht. Wie gesagt, ist eine definitiv schwierige Tour, auf jeden Fall eine etwas andere Tour, als ich erwartet hatte. Wie gesagt, als Wasserträger eingeteilt zu werden, war eigentlich nicht mein Plan. Ja, müssen einfach mal schauen. Wie gesagt, bin also durch an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen da draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wünsche ich euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao.